Krampus. Schnell. Nein, nein, nein. Wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super-Craig im zweiten Coon-and-Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Mosquito. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon-and-Friends-Film. Glückwunsch! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst, nur weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Assassine. Gadgetmeister. Eine Assassine. Ob du dafür cool genug bist? Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Als Assassine schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst: töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Blutend rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Hey, das Balk hat ein Messer. Oh, scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Dein Wirbelschlitzer schleuderte Messer in alle Richtungen. Das ist für meinen Einbrecherkollegen! Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Handeln oder sterben, du oder ihr? Bevor er dich sah, warst du schon wieder in den Schatten verschwunden. Der Junge ist so eine Art Super-Assassine. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun.
Neue Ware verfügbar im Kuhn Store. Auf Wiedersehen. Blitzfreak, geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Soll ich dir die Fresse polieren? So ein braver Viertklässler. Bisschen näher noch? Wo willst du hin, Pussy? Was ne Pussy? Pussy! Ich bin der schnellste in der Stadt. Renn lieber schnell. Bitteschön. Gnade! Das zögert nur die Niederlage hinaus! Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Polarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Moon and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Wie ein Blitz. Unsichtbare sterben nicht. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich verlasse mich auf dich. Hättest du gerne ein Schraubenzieher-Sandwich, Kuhn? Timmy! Gegen Dr. Timothy zu kämpfen, ist ein gewaltiger Fehler. Mikroaggression! Schlag ihn!
deine Scheiße will ich öfter sehen. Ich misch sie jetzt auf. Welchen Saft trinkst du? Den will ich auch. Sorry, Captain Diabetes, streng geheim. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Sehr gut, Wunderarsch. Mein Werkzeug ist bereit. So, als hätte das richtig wehgetan. Schaut alle her! Ich mag gleich was! Schaut alle her! Ich kann nichts machen! Das ist ein doofes Spiel! Peng, peng, peng! Oh. Geschieht dir recht, weil du so ein blödes Furzgesicht bist! Ich bin richtig stark! Ich zeig's dir! Ach, die haben überhaupt keine Chance! Ihr habt keine Chance! Gebt auf, bevor es peinlich wird! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Ihr braucht schon Physik. Wow, du gibst echt Gas. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Daddy ist da. Wie packen wir Easy? Zeig ihnen, was du drauf hast! Geiler Scheiß! Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken! Gründliches Fisting! Angriffsplan! Delta Gamma Willi, Pup! Dummkopf! Du bist ein Dummkopf! Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Pech, Wunderarsch. Zielsysteme online. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Zittert vor Kuhn & Friends. Ja, von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Los geht's, Furzlord. Ziemlich cooler Move. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Ha, Glückwunsch, Superfreunde! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Ja, noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn & Friends. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste! Die Straßen sind wieder sicher, dank Diabetes!
Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Kann ich von Nutz behilflich sein? Renn lieber schnell! Bis denn! Bitte, wenn ich wütend bin. Supi süß. Echt mal. Vielleicht nächstes Mal. Was ist los, Fiesling? Angst vor hübschen Girls? Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Weißt du? Russisch. Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Siehst du, das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt geh ein paar Ärsche aufreißen. Achtung, Kuhn-Freunde! Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn-Ende. Was bist du denn, ein kleiner Liberace? Geh schon durch. Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Hey, eine Hand wäscht die andere. Komm, setz dich. Lass uns quatschen.
Und warum irrst du hier auf dem Polizeirevier rum? Weißt du, wer hinter der großen Verbrechenswelle in South Park steckt? So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langem Sandwich zu verschlucken. Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Ich will umsatteln. Zu viel Verbrechen. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln. Wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Dachte ich mir doch. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, find's raus. Kann ich von Nutzen sein? Fantastisch! Wir sehen uns. Hol. Scrambles. Schnell. Na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlott. Okay, Leute. Classy hat Arschlott verraten, dass unsere nächste Spur zum U-Storit führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storit komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck! Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat auch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Hm. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Craig, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht am U-Storit. Alle ab ins Bett! Mach deinen Satz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Parli da mira, tut mi po libro, honularia il latin. Annuietto atle scandinavico, silvestri calvo vendica. Putus, nava di so falso una hamba. Nun di droide, mosso siamo flappi. Parli da mira, tut mi po libro, honularia... Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kleiner ist verletzt, kapierst du es nicht? Er fragt nach seiner Rasse und seiner sexuellen Orientierung, weil er verwirrt ist. Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, sieh mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja.